Gladbachs Trainer André Schubert kann entspannt zum Training schreiten. Sein auslaufender Vertrag wurde vorzeitig bis 2019 verlängert. Vielleicht ein gutes Omen kurz vor dem Champions-League-Heimspiel am Mittwoch gegen den FC Barcelona. Seine Taktik dafür beschrieb er am Dienstag so. Ja, die Stärken des Gegners versuchen einzudämmen und die eigenen Stärken zu nutzen. Das ist eigentlich im Prinzip des jeden Spiels, wo wir reingehen. Wir sind sehr gefährlich nach vorne. Wir müssen ebenfalls auch mutig spielen, müssen auch den Mut haben, gegen diese Mannschaft Fußball zu spielen. Auch Gladbachs Kapitän Lars Stindl zeigte sich optimistisch. Wir wollten unbedingt in diesen Wettbewerb letztes Jahr, um uns mit solchen Mannschaften messen zu können. Wir wissen, wie groß dieser Verein ist, welche Qualität der hat, welche Stärken er Woche für Woche oder alle drei Tage an den Tag legt. Aber wir wollen morgen versuchen, auch dagegen zu halten, unser Glück zu suchen und auf ein schönes Spiel hoffen. Ein Vorteil für Mönchengladbach könnte das Fehlen von Superstar Messi sein. Barcelonas Trainer Luis Enrique ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Er machte sich eher über die Heimstärke der Gladbacher Gedanken. Wir wollen natürlich immer stark sein. Zu Hause ist es immer etwas einfacher. Da gibt es einige Dinge, die das beeinflussen beim Fußball. Aber unsere Philosophie ist die gleiche. Egal wo wir spielen, unser Ziel ist das gleiche. Mönchengladbach scheint zu Hause eine stärkere Mannschaft zu sein als bei Auswärtsspielen. Das wissen wir. Und wir wissen, deswegen müssen wir besonders gut sein und alles geben, um sie zu besiegen. FC Barcelona-Torhüter Marc-André Ter Stegen wird in seiner Heimatstadt ungewohnterweise auf der gegnerischen Seite spielen. Für ihn eine ganz besondere Erfahrung. Ich werde den Moment auf jeden Fall genießen, aber klar ist auch, dass ich, wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, dass ich natürlich 100% darauf fokussiert bin, einfach das Spiel zu gewinnen. Ich weiß, dass die Leute sich hier freuen, dass ich mich freue, das weiß ich einfach und es ist einfach ein schöner Moment, auch wieder zurückzukehren und sich dann auf so einem hohen Niveau wieder zu treffen, wie es dann die Champions League Nummer bietet. Anpfiff ist in Mönchengladbach am Mittwoch um 20:45 Uhr.